Heyo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda, die zwielichtige Prinzessin, die des Nächtens auf dem Burghof ihre Drogen an den Mann bringt und dabei von der Söldnerpolizei der Goronen überrollt wird. Hier haben wir, also seit dem letzten Mal, können wir hier in einen Laden gehen, ist allerdings noch nichts darin. Ja, ich habe ein klein bisschen offscreen noch geguckt, aber nur ein ganz klein bisschen, ganz winzig kleines bisschen. Und irgendjemand hatte mich, glaube ich, mal gefragt, ganz am Anfang. Ich mache ja immer relativ viele Episoden, oder ich möchte versuchen, immer so pro Woche, am Wochenende so 5 Folgen aufzunehmen, damit ich für die Woche immer genug habe. Deswegen kann ich hier auch in den Kommentaren nicht großartig auf Ameisen reagieren. Yay, eine Ameise. In diesem Spiel sind, wie viele sind es? 22 Paare oder keine Ahnung wie viele insgesamt, Insektenpaare. Verteilt, verstreut, versteckt. Und diese kann man später gewinnbringend an die Frau oder besser gesagt an das Kind bringen, um die Geldbörse von Link ein wenig aufzubessern. Und in der Regel sind diese Insekten, also es gibt immer ein männliches und ein weibliches Exemplar, ist ja klar, ne? Muku Muku! Leider Gottes können wir sie nicht fortpflanzen lassen, um stärkere Insekten zu kreuzen oder Pokémon einzufangen. Dafür können wir sie, wie gesagt, gut verkaufen, um unsere Geldbörse aufzubessern, weil Geld brauchen wir, zumindest wenn ich jetzt nicht unglaublich viel Grinding hier reinstecken will, noch genug. So, auf dem Friedhof, beziehungsweise das männliche und das weibliche Exemplar einer Gattung sind immer relativ nah beieinander. Und das andere ist hier. Und man hört immer so ein Schui, ich bin mal leise, dieses Schui, Schui. Also nicht von denen da, sondern geh weg hier. Ravenite greift mich wieder an. Zuerst in Komajo Densetsu und jetzt in The Legend of Zelda Twilight Princess. Ravenite hat sich vervielfältigt. Oh, stirb, Rabe, stirb. Du wirst Chrono Trigger nicht zu Ende bringen. Du wirst es nicht zu Ende bringen. Also an dieser Stelle, Werbung. Er macht Chrono Trigger. Eines der besten RPGs aller Zeiten. Und gäbe es Final Fantasy VI nicht, wäre das wahrscheinlich umso an meiner zweiter Stelle von meinen Lieblingsspielen aller Zeiten. Und RPGs sowieso. So, ihr hört jetzt vielleicht dieses Kling, kling, als wenn jemand so ein Glöckchen läutet. Und das verrät einen akustisch, wenn ein Insekt in der Nähe ist. So, genug. Yay, Ameise gefangen. Jubelubelu. Ich weiß nicht mehr, wer es war. DJ K87 oder der gottlose Rudolf? Ich weiß es nicht. Hatte mich relativ am Anfang gefragt, was ich denn hier so mache in diesem Let's Play. Ob ich alle Insekten einfangen möchte und alle Geister. Also, Spoiler, Spoiler für später. Bei den Geistern bin ich mir noch nicht so sicher. Keine Ahnung, irgendwann packt mich wahrscheinlich der Ehrgeiz und dann will ich es trotzdem versuchen, aber es lohnt sich einfach nicht. Die Belohnung ist schwachsinnig. Es gibt, glaube ich, 60 Geister insgesamt und... ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Nöp. Keine Ahnung. Könnt mich verklagen. Ihr könnt mir ja vielleicht reinschreiben, ob ihr sie unbedingt alle sehen wollt, wo sie sind. Dann werde ich mich eventuell der Mehrheit beugen oder falls es eine überragende Mehrheit gibt von 200.000 Zuschauern, die sagen, hey, mach das, dann mache ich das. Ja, überredet eure Freunde und Freundesfreunde hier zu kommentieren. Okay, wenn wir früher nur mit einer Hilfe hier hochgelangt wären, können wir dank Kletterzeug hier hochklettern. Ich hasse Klettern. Habe ich schon erwähnt in diesem LP, dass ich Klettern hasse? Ich meine, Darksiders, was? Der gute DK-Metall-Let's Play. Kann man wenigstens noch nach oben springen, sodass man bei diesen Kletterpassagen relativ schnell durch ist. Aber so? Nö! Nö! Hey, Mensch, da haben wir keinen Zutritt. Hier beginnt das Territorium des tollsten Volkes der Goronen. Wer hier eindringt, wird es. Werde es bereuen. Haha, ich werde dich aufhalten mit meiner geballten männlichen Kraft. Haha, ich greife dich. Du Arsch! Du Schwächling, du kannst, so kannst du gegen einen Goron nie etwas ausrichten. Ist dir das klar? Dann mach, dass du von ihr verschwendest. Oh Gott, habe ich gerade einen Nacken, oh. Na, wirklich, ich sitze gerade auch hier ein bisschen seltsam auf meinem Stuhl. Aber ich möchte jetzt nicht großartig mich in meinem Stuhl bewegen. Das wäre nämlich ein Stuhlgang. Uah, jetzt spucke ich auch noch mich und meinen Arm. Okay, lass mir das. Wir mussten dieses Event triggern oder hier versagen, damit der Knabe, der aussieht wie eine Frau, hier steht. Ah, du bist wohl auf. Hey, ja, hey, uhuhu. Ich hatte gesehen, dass du in den Berge gehst. Da musste ich dir halt verfolgen, weil ich auf Berge stehe. Vor allem auf die Hügel meiner Freundin.
Aber sag mir, Link, du willst doch nicht etwa zu den Goronen am Feuerberg? Das wäre viel zu gefährlich. In diesem Volk gilt das Recht des Stärkeren. Und jemandem, der gar nicht genug Kraft hat, werden sie gar nicht erst zuhören. Das war einmal gar nicht zu viel. Aber einen Menschen kenne ich, der dir genug Kraft bewiesen hat, um sich den Respekt der Goronen zu verdienen. Sein Name ist Boro. Er sitzt im Büro. Und ist ein Gorone. Byronokrator. Genau, der Bürgermeister deines Heimatdorfes Ordon, den meine ich. Du solltest ihn besuchen, um ihn um Rat zu fragen. Zudem könntest du den Dorfbewohner berichten, dass die Kinder in Sicherheit sind, die sind so lang. Noch besser wäre es, du könntest sie mitnehmen, aber zu Fuß durch Ebenen voller Monster? Das wäre viel zu gefährlich. Die Kinder... Halt so dumm! Ja, Ordon-Eltern, ja, ich sag ihnen Bescheid. Ach Gott, war das lange hier. Ich glaube, da oben oder da vorne ist ein Tor, deswegen komme ich da noch nicht durch. Und dahinter ist auch kein Herzblatt, welches ich von meinen Qualitäten überzeugen könnte. Ich muss mich doch ein bisschen im Stuhlraum bewegen, damit ich gucken kann, wie viel Zeit ich noch übrig habe. Juhu, Pferdchen! Oh Gott, das sind wieder Pferdnäpper, aber diesmal keine mit Brüsten, sondern ohne. Oh, ich mag die Musik. Doch nicht so ganz. Oh mein Gott, es ist besessen von Goronondorf. Oh Gott, jetzt müssen wir zureiten. Das kann ich gut, das will ich. Das mache ich. So, wie funktioniert das nochmal? Ich habe keine Ahnung, das ist viel zu... ja, zureiten. Und ich muss meinen Stick immer in die richtige Richtung bewegen, deswegen gucke ich gar nicht auf meinen Bildschirm. Niederhalten! Immer nieder, mit dir nieder. Die Epona ist hier. Ich grüße Gott. DK hat mir gesagt, dass Epona tatsächlich einen fetten Mitna-Schatten hat. Ja, finde ich auch. Richtig, und ich habe mich nicht so lächerlich gemacht wie bei meinem ersten Tod. Halt's Maul! Du bist... Ich stehe nicht unter deinem Pantoffel. Aber ich leiste auch keine Widerworte. Ja, ist schon scheiße, wenn man nicht reden kann. So, gucken wir mal, wenn ich das richtig in meine Kappes drin han, dann müsste nicht hier auch noch irgendwie Zeug geben. Und das wird nicht nur durch diesen Knaben hier übermittelt. Hallo, mein Freund! Hallo, Link! Halt, ich habe Post für dich. Hier steht auch der Abländer, Tante. Sagt dir das etwas? Ja, die Mutter dritten Grades von Epona. Eins, das, was das wäre erledigt. Ab die Post! Ich wundert ja, dass er noch keine braunen Streifen hinten dran hat. Okay, Briefe. Wir können Briefe lesen, indem wir hier ins Menü gehen und irgendwo ist hier. Nee, Fangbuch? Wo war das? Ah, da, Briefe. Briefe. Ich finde die Brieftasche. Über. Lieber Frau. Achso, Tante. Ich freue mich wirklich, dass wir uns getroffen haben. Wir haben eine tolle Zeit miteinander verbracht. Für mich geht die Reise weiter. Die Welt ist viel zu groß, um an einem Ort zu verweilen. Wenn du auch nur eine Weile durch die Welt ziehst, treffen wir uns vielleicht irgendwann einmal wieder. Im nächsten Dungeon. Piss, ich habe dir noch gar nicht von meinem Liebling erzählt. Wenn wir das nächste Mal treffen, stelle ich ihn mir vor. Ist ein guter Junge, der kann auch an Items verwendet werden. Kann. Ich bin sicher, ihr könnt richtig gute Freunde werden. Oh ja. Geh aus dem Menü raus, Link. Aus dem Menü raus. Aus dem Menü raus. Okay, muss ich gerade mal gucken. Hier irgendwo gab es nämlich auch noch Gegner. Hau den Lukas, Link. Oh, sie kommen aus dem Nichts. Oh, habe ich ihn tatsächlich erwischt? Aha! Stirb. Könntest du mich gerade mal ein bisschen lauschen? Irgendwo hier war doch auch so ein Insektenteil, oder? Irre ich mich hier. Nee, das ist... Ah, ich hasse, dass das Navi oder diese komische Fee auf dem Bildschirm auch so komische Geräusche macht. Oder kommt das Ding erst später hier verfügbar? Sonst gucke ich gleich nochmal. So, guck mal, hier an den Felsen vorbei. Das ist ein bisschen blöd, wenn ich gleichzeitig kommentieren will und versuche, auf die Geräusche zu achten. Ich gucke nachher nochmal. Und wenn ich mir richtig entsinne, war hier drüben über der Brücke auch noch ein Insektolein. Insektoidor. Moment, hier ist was. Da ist was. Hier ist irgendwas. Wo ist es? Ich höre es doch. Schwing, schwing. Die könnten mal ein bisschen besser leuchten, finde ich. Verdammt nochmal, wo irgendwo muss das Ding doch sein? Ach, da oben? Ist da oben irgendwo? Nee. So, jetzt bin ich ein bisschen konfus. Irgendwo muss das Ding doch sein. Es ist ein bisschen blöd, wenn es jetzt hier auf so einem hellen Hintergrund hängt.
Ist das da am Boden? Gehen wir absteigen. Steig ab, Link. Steig ab. So. Okay, nehmen. Sehr schön. Oh. Kellerassel. Yay, damit haben wir das dritte Insektenteil und schon in unserem Besitz gebracht. So, ich gehe mal auf den gucken, dass ich das andere Ding hier noch finde. Während ich dieses komische... Das war doch irgendwo hier drüben. So, aber erstmal muss ich mich darum kümmern, dass ich das Vieh hier zumindest ein bisschen vertreibe. Na, was soll's. Ich werde es offscreen umbringen, wenn es wiederkommt. Und dann werde ich das Insektenteil nochmal suchen. Da bin ich auch schon. Nach einer ganz kurzen Zeit habe ich gefunden, die Insekte, die sich hier... Absteigen, bitte. Die sich hier versteckt. Ihr seht ja auf der Karte in etwa, wo ich bin. Hier zwischen Gras und die Bäume. Und damit müssten wir Kellerasseln nur weiblich gefunden haben. Ich dachte, Kellerasseln sehen anders aus als auf der Grafik, oder? Das sind doch diese länglichen, komischen... Was ist länglich? Diese... Ja, diese etwas länglicheren Viecher, die sind ja komplett rund hier. Aber diese länglicheren Viecher mit diesen 6 Beine. Na gut, das sind Insekten, dann sind es auch 6 Beine. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Spinnen gibt. So, dann gucken wir nochmal weiter. Und zwar... Nein, wir haben hier noch nicht alles gefunden, fällt mir gerade ein. Oh, ich kriege gerade eine E-Mail, das finde ich gut. So, hier war doch noch irgendwo... Na, dreh dich! Gut, hier war doch noch auch noch irgendwas zu finden. So, anhalten. Ganz langsam anhalten. Danke dir. Dreh dich. Ich war da oben, oder? War das da? Ah ja, da oben. Das Herzteil. Wenn ich mich richtig entsinne, komme ich da mit meinem Freund, dem Boomerang, auch ran. Und ja, die anderen Sachen, die wir hier finden. Muss ich das jetzt anvisieren oder nicht? Ich probiere es mal mit anvisieren. So, zack. Habe ich das jetzt? Ja, ich habe das Herzteil Nummer 5. Damit erhalte ich eine neue Herz voller Gesundheit. Gut. Das wird eine ziemliche Sammelepisode, habe ich das Gefühl. So viel Zeit haben wir ja auch nicht mehr. Gut, ich lasse mir aber auch ein bisschen... Also ich möchte so, zwar auch so ein bisschen an der Zeit... Also, ja, an dem zeitlichen Durchlauf dieses Projektes ziehen, aber es werden wohl genug Folgen. Ich hatte zuerst bedacht, ob ich vielleicht unter 100 Folgen hier durchkomme, aber wahrscheinlich nicht. So, jetzt sind wir wieder hier im großen Bereich und möchte mich so ein wenig hier an der Wand entlang hacken, jetzt wo ich das Pferd habe. Ihr müsst nämlich auch irgendwo, wenn ich das richtig im Sinne habe, ein Insekt sein. Irgendwo hier. Moment, ich muss mal ein bisschen in die Luft hineinhorchen. Oder ich suche es offscreen und... Zieh das Schwert! Hat er da gerade meinen Kopf gebissen, oder was? So. Stirb! Verdammt! Kletter ein bisschen seitlich runter, Link! So. Sehr schön. Das Problem... Wo kommen die alle her? Werden die heruntergebieten vom Planet Vogel? Komm, steh auf! Ich brauche ein stärkeres Schwert. Gäbe es doch nur ein stärkeres Schwert, womit ich diese Viecher mit einem Schlag erledigen könnte. So. Ist schon wieder so, ne. Okay, ich werde das Ding wahrscheinlich offscreen suchen, weil es sich wahrscheinlich irgendwo hier zwischen den Bäumen oder so befindet. Und, ja. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein bisschen gesucht, weil ich hier die Geräusche gehört habe. Und das Ding ist bastardmäßig gut versteckt. Hier am Baum. Und, na. So, den werde ich mir einmal einen runterholen. Den werde ich mir hier besorgen. Und einsammeln. Sammle es ein. Sehr gut. Der Nashornkäfer. Numero uno. So, Nashornkäfer Numero 2 müsste ja auch noch irgendwo sein. Ich glaube, wenn ich das noch richtig in meinem Kopf drin habe, irgendwo hier in der Gegend, südlich, wo wir das Herzteil auf dem Baume irgendwo gekriegt haben. Moment, habe ich gerade... dreh dich! Da häng dich doch nicht hier! Seitlich an das Pferd dran, das arme Tier. Okay, steigen. Oh, das war ein eleganter Abgang, muss ich gestehen. Okay, hier ist noch nichts. Vielleicht hier an der Brücke oder im Wasser selber. So, wenn ich das Ding jetzt schon wieder nicht richtig finde, dann werde ich wieder offscreen suchen. Mal sehen, ob hier unter... Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Dass diese komischen Gebilde dort sind. Okay, ich werde nochmal offscreen nach diesem Tier suchen. Bis gleich. So, ich habe es gefunden. Das fliegt hier so schlagartig rum. Da war ich jetzt gar nicht. So, nehmen. Nehmen. Boah.
Sitzt er jetzt auf der Karte, wo ich es gefunden habe? Ich wollte jetzt einfach hier nicht noch 5 Minuten lang rumlaufen. Wo ist das Pferd? Jetzt habe ich mein Pferd aus den Augen verloren. Naja, was soll's, egal. Was wird uns denn der Jute Boro überhändigen? Womit wir, die Macht der Goronen irgendwie überwinden können. Erfahrt es in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda, Drogendealer-Prinzessin. Bis dahin wünsche euch der Final Messenger 13 einen schönen Abend. Ich gehe offscreen wieder zurück nach Ordon. Bis dann. Ihr kennt ja den Weg, den habe ich schon mal gezeigt. Bis dann, ciao.